Juhu, ich bin's, Fettmiri von Fettspielen.de und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Video von Movistar Planet! Yes, ich bin bereit, es ist wieder soweit und wir suchen jetzt erstmal nach Hashtag Love, Love und zwar mit 4e. Sie wollte einen Look haben, dann schauen wir doch mal, ob wir ihr einen coolen Look machen können. Was sie in ihrem Kleiderschrank hat, das bin ich immer echt gespannt drauf, weil jeder hat wirklich was Verschiedenes hier bei MSP drin. Nie, es gibt keinen, der gleich ist. Ne? Kein Kleiderschrank ist derselbe, wie im wahren Leben. So, ziehen wir erstmal hier das Tattoo aus. Komm, weg. Weg mit dir und die Schuhe auch aus. Ja, oh, jetzt riecht es aber komisch. Nein, Spaß. So, was haben wir denn für eine Frisur? Vielleicht die hier? Die hier finde ich ganz gut. Ja, oder in schwarz. Wir nehmen mal schwarze Haare wieder. So. Und vielleicht hier, dass dieses geknotete, das sieht doch ganz gut aus. Mit dem Knoten nach vorne drin. Ja, da würde sich jetzt zum Beispiel meine Oma aufregen, wenn sie das sehen würde. Wenn ich mein Oberteil so tragen würde, meine Oma bügelt immer meine Kleidung. Aber sie macht das gern, also muss man dazu sagen, ja. Ich zwinge sie nicht dazu oder so, sondern sie macht das wirklich gern. Und wenn ich das so tragen würde, ich glaube, weiß nicht, was sie damit mir machen würde. So, was haben wir denn hier? Das könnte man natürlich auch anziehen, ne? Aber ich glaube, wir nehmen das mit dem Knoten heute. Ich habe mich irgendwie so verknotet, da muss ich jetzt mal eine Entknotung vornehmen und das Knotenoberteil nehmen. Hatte ich schon Knoten gesagt? Ja. Okay, was haben wir hier für eine Hose? Die hier finde ich gut dazu. Oder halt auch sowas Hochgeschlossenes, passt auch ganz gut, ne? Finde ich jetzt auch ganz gut, oder die hier? Oh ja, die ist gut. Die ist gut, die nehmen wir. So, passt auch sehr schön zu ihrer Augenfarbe, wie ich finde. Gucken wir mal nach Schuhen. Nach Schuhen, ja. Ist richtig, oder? So, die weißen hier, die weißen Sneaker dazu. Das wird so ein richtig, so ein cooler Hip-Hop-Look. Hip to the hop, to the hip, to the hop. Hip-Hop, Hip-Hop, tip-top, tip-top, ja. Kennt ihr das Spiel noch? Tip-Top? So, noch eine Tasche. Ja, die kann man auch dazu nehmen, oder? Was ist das? Okay, das nicht. Aber das sieht doch cool aus. Ja, das kann man nehmen auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir noch so eine Uhr oder irgendwie ein Accessoire finden, was sie am Arm tragen kann. Das würde, fände ich ganz schön, dass hier vielleicht ein Schwarz nochmal so als Eyecatcher, ja. Okay, wir haben unseren Look und das ist jetzt unser Hip-Hop-Look. Yes. Gut, ich hoffe, du magst meinen Look und wir gehen weiter, denn ich bin auf der Suche nach neuen Beziehungen. Und zwar hat mir der Fierschboy... Ja, hier ist er. Er hat gefragt, ob ich ihm denn eine Beziehungsanfrage schicken könnte. Und das mache ich mal. Hier, zack. Ja, ich möchte eine Beziehung mit dir eingehen. Fierschboy. Und auch gleich noch eine neue Beziehung, denn Emma zockt, ja. Die, also ich habe jetzt endlich wieder einen neuen Freund, einen neuen MSP-Freund. Wuhu. Emma zockt, hat sich auch eine Freundschaftsanfrage und eine BFF-Anfrage gewünscht. Die wirst du dann von mir bekommen, wenn du, ja, die Freundschaftsfrage angenommen hast und ein Wunschlistengeschenk wolltest du auch noch dazu haben. Du hast nichts auf der Wunschliste, also kriegst du gratis von mir was geschenkt. Ich bin mal gespannt, was ich dir schenken werde. Ich weiß es selbst noch nicht. Ich muss mal gucken, was denn mein Inventar so hergibt. Und ich glaube, ich werde dir hier diese Frisur schenken, oder? Ja, und ich schenke dir noch was. Ich schenke dir noch, weil du nichts auf der Wunschliste hast. Dann bekommst du jetzt einfach zwei Sachen von mir geschenkt, in der Hoffnung, dass dir zumindest eine davon gefällt. Ja, wenn das denn lädt, so, jetzt lädt's. Was verschenken wir denn? Dann noch hier. Das ist doch süß. Das mag ich auch. Ja, das Rainbow Heart. Okay, gut. Ich hoffe, du nimmst meine Freundschaftsanfrage an. Dann kann ich dir auch eine BFF-Anfrage schicken. Neue Beziehung habe ich jetzt. Mal gucken, ob der schon angenommen hat, mein Profil. Nee, hat er noch nicht. Meine neue Beziehung, neue beste Freundin. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit der Fanpost. Super, die Fanpost ist auch für mich. Steht Miri drauf. Und wir haben ja auch einen Loom-Ring, glaube ich, ist das, oder? Weil das ist ein bisschen dick. Für einen Ring und zu klein für ein Armband. Was haben wir hier denn alles drin? Okay, ich glaube, ich muss mal den Brief lesen. Also erstmal fragt sie, ob sie ein Autogramm haben kann. Das kann sie natürlich, selbstverständlich. An Miri. Hallo Miri, du machst echt tolle Videos. Ich liebe dich über alles und ich würde mich riesig über einen Look und eine FA auf MSP freuen. Ich heiße auf MSP Linda, in Klammern, die Süße. So, jetzt gibt es noch einen Brief für Fred, den werde ich natürlich auch vorlesen, auch wenn er jetzt nicht hier ist. An Fred. Hallo Fred, du machst auch echt coole LPs. Ich mag deine Videos sehr und ich würde mich mega über eine FA und einen Gästebucheintrag freuen. Ich heiße auf MSP Linda, in Klammern, die Süße.
Ja, dann werden wir mal deine Wünsche erfüllen. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich sowas, was man sich in die Haare macht, oder? So. Ja, cool. Auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank fürs Loom, für den Loom-Ring. Und danke für deine Fanpost. Ein Autogramm schicken wir natürlich zu. Und wir machen jetzt weiter mit Movies on Planet. In der Zwischenzeit haben wir auch spezielle Grüße von Herzchen Eisfrucht Herzchen bekommen. Vielen Dank dafür. Und wir suchen jetzt mal Linda, die Süße. Ich hoffe, ich schreibe sie jetzt richtig, mit oder ohne Leerzeichen. Ja, das müsste sie sein, Level 18. Und hat sich die Freundschaftsanfrage und einen Look gewünscht. Ja. Da kommen wir gleich vom einen Look zum anderen Look. Ja, wir haben ja heute schon einen gemacht, jetzt kommt der zweite. Schaffe einen neuen Look von Linda, die Süße. Vielleicht machen wir wieder einen ganz süßen Look. Was hältst du davon? Gut, dann ziehen wir dich aus. Ja, das sieht aber nicht sehr süß aus hier, was du da anhast. Eher brutal. Aber gut, wir nehmen, glaube ich, das Kleid. Das habe ich hier schon gefunden. Na komm, ich ziehe es aus nochmal. Die Haare, die sind es auf jeden Fall. Das Make-up muss weg. Das ist mir zu viel. Die Haare nehmen wir auf jeden Fall. Ja, die sind schön. Gut, die gefallen mir. Ja. Hab mich schon entschlossen. Vielleicht hier das Kleid dazu, das ich eben hatte. Das fand ich auch ganz gut. Oder das hier, der tolle Kleider. Wow. Aber ich finde immer so ein bisschen kürzere Kleider ganz schön. So, gucken wir mal. Das ist halt sehr weiß jetzt einfach nur, ne? Vielleicht hat sie ja noch ein paar andere Sachen. Oh, das ist auch cool. Das ist cool. Okay. Mach ein bisschen sportlicheren Look. Hab schon was gefunden. Hier so eine kurze. Ja, das ist doch toll. Das ist zwar alles schwarz-weiß jetzt, aber ich finde das cool. Vielleicht nehme bunte Schuhe dazu. Was haltet ihr davon? Oder weiß? Mal gucken, was sie so hat an bunten Schuhen. Oder die hier, so einen richtigen sportlichen Look. Ja, so einen Gym-Look. So ins Fitnessstudio gehen. Gut, das nehmen wir. Ja, das machen wir. Gym-Look, ich habe mich entschieden. gut, haben wir da vielleicht noch irgendwie, irgendwo. Nein, das nehmen wir nicht. Ein Accessoire, was wir eventuell nehmen könnten. Vielleicht die Augenbinde. Da ist sie im Fitnessstudio hingefallen und hat sich irgendwas ins Auge gestochen. Deswegen muss sie jetzt eine Augenbinde tragen. Nein, muss sie nicht. Also, sie kriegt keine Accessoires, aber das ist jetzt hier mein Gym-Look. Und Linda, die Süße, ich hoffe, du magst ihn. Lass mich doch mal wissen. Kommentier doch einfach mal unter das Video. Und jetzt schauen wir mal nach Cooler Boy. Klammern, Junge. Und dahinter waren auch noch zwei Ausrufezeichen, aber ich glaube, die waren direkt dran, ne? Ja. So, das ist da. Level 12 und wollte auch eine Freundschaftsanfrage haben. Und jetzt machen wir noch einen Look. Ist das nicht verrückt? Schaffe einen neuen Look. Ja, hier. Schaffe einen neuen Look. Und mal wieder für einen Boy. Da bin ich schon ganz gespannt und freue mich drauf. Hihi. Gut, zieh mich aus. Ja, muss sein. Sorry. Oh, der hat ein Frauentattoo, oder? Gab es das bei den Männern auch? Ich kenne das nur von meinem Account. Okay, so. Das hier finde ich gut. Oder das? Das oder das? Brown. Nehmen wir mal Brown, oder? Brown oder die? Nehmen wir mal die. Gut, gucken wir mal erstmal, was er dazu hat. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das hat er eben an. Das MSP-Shirt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann wäre das hier doch auch besser dazu. Ja. Gut, dann schauen wir nochmal nach der Hose. Oh, so viel Auswahl hat er leider nicht. Aber wir nehmen. Wollen wir mal so eine kurze oder die hier? Die ist cool. Ja, die nehmen wir dazu. Mit Palmen, wisst ihr, mag ich. Vielleicht die gelben Schuhe oder schwarz oder weiß. Oh, die sind ganz gut, finde ich. Ja. Ja, auch wenn du nicht sehr viele Sachen hast, aber ich finde, man kann trotzdem echt einen coolen Look draus machen. Spezielle Grüße, Michi263 Ersatz. Vielen Dank dafür. Die speziellen Grüße. Ich sag ja, bin ich gleich in Level 31, wenn das so weitergeht. So, noch eine Sonnenbrille. Und das hier ist jetzt mein MSP-Look einfach. Zack. Ganz verrückt habe ich ihn genannt, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Und jetzt haben wir noch Engel Wein nicht. Sie, mit 3N, nein, mit 2N. Sie wollte eine Freundschaftsanfrage haben. Ja, hier, Freundschaftsanfrage. Und ein, oh Mist. Ja, okay, sie kann keine Freunde mehr annehmen. Autogramm. Ja, Autogramm kann sie natürlich bekommen. Hier, zack, ein Klick. Und weg damit. Und ein Gästebucheintrag. Ja. Hier. Hey, Engel, wein nicht. Denn Engel weinen nicht. Da gab's doch mal so ein Lied, ne? Oder? Kenn nur ich das. Liebe Grüße, Fett Miri. So, alles erfüllt. Runde Geschenke will ich noch machen.
Ich hoffe, ihr seid, bleibt dran. Joanne45. Spezielle Grüße von Janessa MSP. Cool. Dankeschön. Ja, dann geben wir uns einen High Five. Und jetzt habe ich auch das Geschenk leider nicht gesehen. Naja, gut. Ist jetzt nicht so. Ja, gucken wir gleich. Schauen wir gleich. Hier gibt es auf jeden Fall einen 16 Cake von weiß ich auch nicht wem. Nicki Minaj 5 hat mir. Oh, coole Haare geschenkt. Danke. Jetzt muss ich hier mal gucken. Warum? Oh, jetzt hängt das hier alles so. Mann, erhalten. Okay, gucken wir hier. Eine Hose habe ich bekommen von Nicki Minaj 5. Joanne45 hat mir auch eine Hose geschenkt. Okay, super. Jetzt weiß ich das. Warum ist das jetzt so? Mann, okay, es ist mir nicht gegönnt, die Geschenke aufzumachen. Dann sollte ich lieber aufhören. Ja, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Ja? Lasst mich doch mal wissen, und wie euch die Looks und so gefallen. Denkt dran, bis nächste Woche. Achso, könnt ihr einfach unter das Video kommentieren. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Ne? Bis 8.9. Genau. Einfach unter das Video kommentieren und mit ein bisschen Glück kommt ihr wie immer dran. Macht's gut. Tschüss, eure Miri.